Jeden Monat, fast schon jede Woche, gibt es neue Challenges auf TikTok. Die meisten sind lustig, kreativ und auch noch einfach umzusetzen. Manche sind aber ziemlich absurd oder absolut illegal. Warum Challenges auf TikTok so erfolgreich sind und was du immer beachten solltest, bevor du bei einer mitmachst, darum geht's heute im Video. Ob mit Tänzen, lustigen Moves oder konkreten Aktionen, Challenges sind super erfolgreich und das nicht erst auf TikTok. Für den Erfolg von Challenges gibt es vor allem zwei Gründe. Grund 1 ist dazugehören und dabei sein. Wenn man eine Challenge entdeckt und mitmacht, dann hat man, wenn auch nicht immer ganz bewusst, das Gefühl, ich gehöre auch dazu. Das ist ein Gefühl, das man sich gerade, wenn man jung ist, sehr wünscht. Ich mache bei einer Challenge mit und gehöre dazu zu einer Gruppe richtig cooler Leute. Durch das Internet sind es nicht nur Leute aus der eigenen Schule oder der eigenen Stadt, sondern Leute aus der ganzen Welt. Und wie cool ist es eigentlich, dass zur gleichen Zeit auf dem gesamten Globus Leute den gleichen Tanz lernen oder versuchen, auf den gleichen Sound zu performen. Ich finde es richtig cool und kann deswegen echt nachvollziehen, wenn man aus diesem Ich-will-auch-dabei-sein-Gefühl bei einer Challenge mitmacht. Der zweite Grund, Challenges gehen oft viral. Das liegt daran, dass man für Challenges oft den gleichen Sound verwendet und dann schon in den ersten Sekunden des Videos erkennt, aha, dieses Video gehört auch zu der Challenge. TikTok erkennt aber genau, wenn ein Sound gerade ganz häufig genutzt wird und sorgt dann dafür, dass Videos, die diesen Sound verwenden, häufiger ausgespielt werden. So bekommen Challenges dann häufig viele Views und klar, dass große TikTok-Creator fast keinen von diesen Challenge-Trends auslassen. Doch leider sind nicht alle Challenges einfach nur lustig und kreativ. Es gibt auch Challenges, bei denen es darum geht, sich über andere Menschen lustig zu machen oder Challenges, bei denen man sich selbst oder sogar andere Menschen gefährdet. Leider werden auch solche Challenges häufig geklickt, erhalten eine große Reichweite und regen dann wiederum Menschen dazu an, das Ganze nachzumachen. Also wird es für noch mehr Menschen gefährlich oder einfach gemein. Dabei kann man bei den meisten Challenges relativ schnell, wenn man kurz nachdenkt, erkennen, ist es cool oder ist es nicht cool, hier mitzumachen. Die Zeit, das zu überlegen, sollte man sich auf jeden Fall nehmen. Ein Beispiel. Eine vor allem in den USA ausgeführte Challenge. Ich nenne bewusst keine Namen. Dabei geht es um ganz schön gemeine Streiche, die teilweise auch ziemlich weit gehen. Es werden einige Sachen aus Schulen entwendet. Von Desinfektionsmittelspendern über Türklinken bis hin zu Taschen von Lehrkräften. Sogar Beamer und Mikroskope wurden mitgenommen. Es gibt sogar Videos, auf denen Toiletten ausgebaut oder Feuerlöscher geklaut wurden. Frag dich einfach kurz, würdest du bei sowas für ein paar Views mitmachen? Wenn du diese Frage mit Nein beantwortet hast, gut. Leider haben ein paar Schülerinnen und Schüler aus Deutschland die Frage mit Ja beantwortet und so soll es sogar im Zusammenhang mit dieser Challenge dazu gekommen sein, dass Feuer auf Schultoiletten gelegt wurden. Und sorry, aber wem ist bitte da nicht klar, dass es einen selbst und auch viele andere Menschen gefährdet? Absolut nicht cool. Klar sollte man da auch immer bedenken, dass man gar nicht weiß, ob es wirklich wegen der Challenge passiert ist. Schließlich gab es auch schon Vandalismus und solche Probleme an Schulen, bevor es überhaupt TikTok oder TikTok-Challenges gab. Trotzdem sollten wir alle bedenken, dass solche gefährlichen Challenges und daran teilzunehmen ein ziemlich schlechtes Licht auf Plattformen wirft, die wir eigentlich alle gerne benutzen. Wenn Erwachsene in den Medien immer nur was Schlechtes über TikTok und gefährliche Challenges hören, ist doch klar, dass sie die App irgendwie mies finden und dir vielleicht sogar verbieten. Außerdem schaffen wir durch solche Challenges auch eine echt gefährliche Umgebung für Jüngere, die solche Challenges sehen, vielleicht nicht so gut drüber nachdenken und sich selbst dann durch Mitmachen wirklich gefährden. Also TikTok-Challenges, cool, aber übernimm Verantwortung für dich selbst und auch für andere. Überleg dir vor dem Mitmachen bei einer Challenge immer, wie willst du die Plattform, auf der du unterwegs bist, mitgestalten? Durch lustige, kreative Challenges oder durch solche, die dich und andere gefährden könnten? Und wenn du nicht nur dein TikTok-Feed ein bisschen umgestalten willst, sondern auch dein YouTube-Feed, dann lass uns doch hier gleich ein Abo da.